Hi Freunde und herzlich willkommen hier zurück auf dem Clip-Channel. Wir haben einen neuen Loading-Screen in FC24 und zwar die Road to the Knockouts-Promo. Am Freitag geht sie los und wir wollen heute schon mal ein paar Leaks einmal zeigen, die hier und da schon rausgekommen sind. Insofern, let's go und rein. Bevor wir reinstarten, kurz liebe Dalassen, Freunde, Dankeschön auf jeden Fall für eure Support. Ja, hier gibt es täglich auf jeden Fall FC24-Content, auch im Hauptkanal, Link dazu in der Beschreibung. Ja, Kartendesign, nichts Neues, Freunde, würde ich sagen, leicht abgeändert, sehr, sehr ähnlich, was dazu kommt, ist hier anscheinend die Frauen Champions League, das scheint dieses Kartendesign zu sein. Auf der rechten Seite jetzt neben der normalen UCL Männerversion. Genau, um die vier Karten geht es halt. Road to Knockouts. So, die Frage ist da, wer kommt denn eigentlich in diese Promo jetzt raus? Schreibt mir erstmal gerne in die Kommentare, wen wünscht ihr euch als Road to the Knockout Karte? Würde mich auf jeden Fall extrem interessieren. Und dann schauen wir uns mal gemeinsam an, wer denn schon geleakt ist. Und zwar fangen wir an mit einem Bruno Fernandes. Also, die Stats, die ihr jetzt hier seht, die sind natürlich nicht 100% confirmed. Ja, das kurz schon mal vorweg. Aber er wird auf jeden Fall am Start sein. Er wird kommen. Bruno Fernandes wird kommen in der Premier League unterwegs. Mal gucken, ob er es dann eben schafft, in der Bayern-Gruppe rauszukommen und beziehungsweise sich abzugraden in der Gruppenphase. Kommen wir zum nächsten und das ist Osimhen von Neapel, Freunde. Osimhen. Ich meine, was soll man dazu noch sagen? Perfekt natürlich die Auswahl hier getroffen. Und wer darf nicht fehlen neben Osimhen, neben Fernandes? Natürlich, er ist auch am Start und zwar ein Haaland. Ja, Freitag kommt's raus, Freunde. Der Coverstar darf natürlich nicht fehlen. Genau am Freitag dann in der Promo selber drin. Ein Haaland, der natürlich auch seine Champions League-Karte kommt als Road to the Knockout-Karte. Er wird sich safe upgraden. Ich glaube, das können wir jetzt alles schon mal definitiv confirmen vorher. Also das auf jeden Fall schon mal drei, die auf jeden Fall confirmed sind. Lasst mich gerne eure Meinung wissen. Was denkt ihr, wer wird noch kommen als Road to the Knockout-Spieler? Schreibt es mal rein in die Kommentare. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.